Hallo meine Süßen, heute habe ich mal wieder einen Tag für euch und zwar den Too Much Information Tag und ich mache den für euch, weil mich die liebe Elena Skellington in ihrem Video getaggt hat. Also sie hat den Tag gemacht und gesagt, ich soll ihn auch machen. Und ja, nach dem Intro seht ihr dann die Fragen, wie ich sie beantworte. Erste Frage. Wie alt bist du? Ich bin 17 und ja, am 2.5. werde ich 18. Wie groß bist du? Also auf meinem Perso steht, dass ich 1,63 Meter bin. Also ich bin ziemlich klein. Welches ist dein Sternzeichen? Mein Sternzeichen ist Stier und ja, ich bin auch ein typischer Stier, mal mit dem Kopf durch die Wand. So. Hast du Tattoos? Nein, leider noch nicht, weil ich bin ja erst 17 und da darf man noch nicht alleine und meine Eltern sind davon nicht so begeistert. Aber wenn ich 18 bin, kommen auf jeden Fall welche. Hast du Piercings? Ja, also ich habe hier einen Septum, das habe ich auf 3,2 mm gedehnt und dann habe ich Tunnel auf beiden Seiten und die habe ich auf 26 mm mittlerweile gedehnt. Warst du schon mal richtig verliebt? Ja, und zwar so richtig war ich bis jetzt zweimal verliebt. Und was vermisst du gerade? Oh, da gibt es einiges. Zum Beispiel meinen Freund vermisse ich gerade, der ist schon eine Weile nicht mehr da gewesen. Dann vermisse ich natürlich meine Elena, wenn wir schon nicht schon wegen ihr den Tag machen, weil die habe ich schon ewig nicht mehr gesehen, bestimmt schon über ein Jahr nicht mehr. Ja. Und vermisse den richtig schönen Frühling. Qualitäten, die dein Partner haben sollte. Also was mir wirklich das Allerwichtigste ist, ist, dass ich meinem Partner vertrauen kann und dass er mir, weil ich ein Mensch bin, der sehr, sehr schnell an sich zweifelt, dass er mir wirklich oft zeigt, dass ich mir sicher sein kann, dass er mir niemals irgendwie fremd gehen würde. Also dass er mir halt einfach, ja, dauernd das Gefühl gibt, dass ich die Einzige für ihn bin und dass er mich über alles liebt. Und eben, dass er mich gut behandelt, das ist mir auch unheimlich wichtig. Und dass er mir zuhört, wenn ich Probleme habe. Und ja, vor allem, dass er mich zu schätzen weiß mit meinen Macken. Ja, das ist mir wichtig. Dein Lieblingszitat. Ich weiß nicht, ich habe nicht so wirklich so ein Lieblingszitat, weil ich finde, dass. Also es gibt viele Zitate, die mir gefallen, aber es gibt kein Zitat, was mir so sehr gefällt, dass ich es direkt die ganze Zeit im Kopf habe. So. Und diese 0815 Zitate, die an jeder Pinnwand stehen, von wegen, träume nicht dein Leben, sondern lebe deinen Traum, das ist so, nee, ich weiß nicht. Dein Lieblingsschauspieler, das ist definitiv Johnny Depp. Er ist in seinen Rollen einfach mal der genialste Schauspieler, den es überhaupt gibt. Und vor allem in den Filmen mit Tim Burton ist er einfach mal so gut. Diese Kombination ist genial. Ich liebe Johnny Depp, der ist so unglaublich hübsch. Und der ist einfach mal auch schon total alt. Der ist wie George Clooney. Der ist alt, aber sieht voll gut aus. Und ich finde, Johnny Depp sieht sogar noch viel besser aus. Ja. Dann deine Lieblingsfarbe. Also ich mag total gerne Pastelltöne, also rosa und so ein grün, türkisblau und schwarz-weiß. Ich habe eine schwarz-weiße Hose. Die mag ich auch, die Kombi. Und ja, quasi schwarz und weiß sind eigentlich keine Farben, aber trotzdem. Wie lange brauchst du morgens, um dich fertig zu machen? Also wenn ich in die Schule gehe, sehe ich so aus wie jetzt. Also nur Wimperntusche und Augenbrauen und das war's. Und ja, kurz einmal Haare gekämmt. Meistens habe ich eine Mütze auf, weil ja. Und deshalb. So ungefähr, also ich habe zwar eine Stunde Zeit, um mich fertig zu machen, aber davon ist circa eine halbe Stunde oder 20 Minuten, die ich einfach nur im Bett sitze, um erstmal wach zu werden. So. Warst du jemals in eine Prügelei verwickelt? Nein, war ich nicht, weil ich auch überhaupt nicht der gewalttätige Typ bin. Ich mag das überhaupt nicht. Ich finde es auch, ja, eklig, wenn Frauen sich prügeln. Und egal wie sauer ich bin, ich versuche es irgendwo anders rauszulassen, aber nicht denjenigen, weswegen ich sauer bin, einen reinzuhauen. Obwohl das manchmal wirklich verlockend ist bei manchen Menschen. Aber so ein Mensch bin ich nicht und das mache ich nicht.
Was macht jemanden für dich attraktiv? Ja, also ich mag total gerne braune Augen. Und mein Freund Timmylein, der hat auch braune Augen. Und ich liebe schwarze Haare an Männern. Ich finde das einfach richtig schön. Mein Bruder zum Beispiel hat zwar blonde Haare, also ich stehe jetzt auch nicht auf ihn, aber ich finde ihn halt auch ganz süß. Aber, also optisch, wie Bruder, Schwester halt süß findet so. Aber ja, also bei meinem Partner ist es mir richtig wichtig. Also ein Mensch ist für mich attraktiv, wenn er halt Ausstrahlung hat und irgendwie was Besonderes ist. Ja, eben halt, wenn es nicht schwarze Haare oder zum Beispiel bei Frauen nicht. Also ich finde auch ja, Frauen attraktiv, wenn sie zum Beispiel, ja, bunte Haare haben zum Beispiel und dann halt richtig schön gestylt sind. Halt einfach so, ja, das finde ich halt schon ziemlich attraktiv. Also wenn man jetzt aufs Äußere attraktiv sein ausgeht, also wenn ich jetzt jemanden nur auf der Straße sehe, kann ich ihn ja schlecht nach seinem Charakter beurteilen. Und vom Charakter her würde ich sagen, Menschen sind für mich attraktiv, wenn sie so einen Hauch sensibel sind, aber trotzdem stark. Also so, keine Ahnung, so zum Beispiel wie Tim, der ist halt so nach außen hin, also haben ziemlich viele vor ihm Angst, wenn sie ihn, ja, oder er macht ihnen Angst, wenn es sein muss, wenn die ihm irgendwie zu nahe kommen oder so. Er ist halt einfach total hart und total, auch zu seinen Freunden oder so, ist er halt ganz anders als zu mir. Und weiß ich nicht, das ist halt mir wichtig, dass er einerseits so eine Seite hat, weil ich das total attraktiv finde an Männern, wenn sie halt so stark sind. Aber andererseits ist es mir auch total wichtig, wenn wir unter uns sind, dass er dann halt total liebevoll mit mir umgeht. Und ja, das macht für mich Menschen attraktiv. So. Die Gegenfrage: Und was macht jemand für dich unattraktiv? Was ich total hasse, ist Arroganz. Oder Einbildung auf etwas, was man nicht hat. Zum Beispiel gibt es Leute, die denken, sie sehen total toll aus und sind total eingebildet und machen sich über alle lustig, obwohl sie meiner Meinung nach einfach peinlich aussehen. Und ich habe nichts dagegen, wenn man komisch aussieht. Ich bin dann eigentlich auch prinzipiell zu allen Leuten nett, egal wie sie aussehen oder so. Ich bin da überhaupt nicht so oberflächlich. Aber ich hasse es, wenn Menschen wirklich vom Aussehen jetzt nicht so, ja, dann sind, dass man sagt, boah, von weitem schon, boah, ist die toll, so, sondern halt einfach dann zusätzlich komisch aussehen und dann auch noch einen scheiß Charakter haben. Das ist einfach, genauso gut kann natürlich auch ein Mensch, der gut aussieht, mit einem scheiß Charakter alles kaputt machen, was ihn eigentlich ausmacht, meiner Meinung nach. Und ich finde, Arroganz ist eines der schlimmsten Dinge. Und es gibt auch richtig viele Menschen, die der Meinung sind, dass ich arrogant bin. Aber, ja. Also ich würde sagen, jeder, der denkt, dass ich arrogant bin, der kennt mich nicht richtig, weil jeder, der mich wirklich richtig kennt, und ich glaube, das kann man auch in den ganzen Videos mit der Zeit irgendwie so mitbekommen, dass ich teilweise auch wirklich Selbstzweifel habe und mich jetzt nicht nach draußen stelle und denke, sage, wow, ja, ich bin so geil, guck mich an, jeder will mit mir was zu tun haben oder so. Und ja, gut. Kommen wir zur nächsten Frage. Warum hast du mit YouTube angefangen? Ich glaube, die Frage habe ich schon so oft beantwortet. Also ich habe einfach früher die Videos von anderen Leuten mir oft angeguckt und dachte dann halt irgendwann, hey, du willst auch ein Video machen, wie du deine Haare machst. Und irgendwie habe ich dann ein ganz komisches Video gemacht mit ziemlich schlechter Qualität. Und dann fand ich das aber irgendwie ganz cool und dann habe ich noch andere Videos gemacht. Und ja, so kam das dann halt. Dann irgendwann hat es Leute interessiert und dann fand ich es sowieso toller, weil es noch mehr gesehen haben und die mich jetzt nicht alle so schlecht fanden. Und ja, welche Ängste hast du? Also erstmal habe ich Höhenangst, aber nur ab einer wirklich hohen Höhe. Also wenn ich jetzt zum Beispiel, keine Ahnung, auf dem Baum kletter, habe ich jetzt noch keine Höhenangst. Aber wenn ich jetzt zum Beispiel auf dem Dach von einem Haus oder im, weiß ich nicht, fünften, sechsten Stock auf dem Balkon stehe, da gucke ich nicht rüber. Nee, das ist mir ganz, ganz ungeheuer. Und ich bin ein Mensch, der ziemliche Verlustängste hat. Also deshalb klammere ich auch ziemlich, weil alle Menschen, die mir wirklich wichtig sind, versuche ich auch immer bei mir zu behalten. Und ja, weil ich halt ziemlich Angst habe davor, Leute zu verlieren, die mir sehr wichtig sind. Was war das Letzte, was dich zum Weinen gebracht hat? Das war, glaube ich, am Valentinstag, weil eigentlich geplant war, dass mein Freund kommen sollte, aber das ging dann doch nicht. Und dann war ich ziemlich traurig, weil ich schon einiges vorbereitet hatte. Und dann habe ich geweint, weil ich ihn vermisst habe. Das letzte Mal, dass du "Ich liebe dich" gesagt hast.
gesagt, war am Dienstag, also gestern, nein, vorgestern am Montag, als ich mit meinem Freund telefoniert habe. Welche Beziehung ist zwischen dir und der Person, mit der du zuletzt geschrieben hast? Sie ist meine beste Freundin. Also ich habe zuletzt mit Lou geschrieben. Und, bist du verliebt? Ja, ich bin auch im Moment verliebt in meinen Freund. Und ja, also ich liebe ihn wirklich von ganzem Herzen. Er ist ein wundervoller Mensch. Und es ist zum ersten Mal so, dass ich merke, dass es jemand unglaublich zu schätzen weiß, wie ich bin. Und deswegen weiß ich das auch unheimlich zu schätzen, dass er so ein toller Mensch ist. Bester Anmachspruch, den du kennst? Naja, also erstens wurde ich, glaube ich, noch nie angemacht. Also bin ich auch ganz froh drüber. Ich bin auch nicht so der Partytyp, also ich gehe nie auf Partys. Ich war noch nie auf einer Party, sag ich mal. Das liegt auch daran, dass ich Menschen, die alkoholisiert sind, widerlich finde. Also nichts mal mit den Personen persönlich oder so. Also ich habe nichts gegen die Leute, meistens sogar, wenn es Freunde vermisst oder mein Freund, wenn der Bier getrunken hat. Mittlerweile habe ich mich an ein, zwei Bier gewöhnt, aber ich finde es einfach, keine Ahnung, ich habe da einfach eine unnatürlich erklärbare Abneigung gegen alkoholisierte Menschen. Deshalb gehe ich auch nicht feiern, weil ich auch die Musik und so nicht mag und dann fühle ich mich unwohl, wenn überall so Menschen um mich rum sind, die sich betrinken. Und ja, deswegen gehe ich nicht feiern und habe auch noch nie, mich hat auch noch nie jemand angemacht. Außer einmal hat mich so ein ganz komischer Typ angesprochen. Hey, du hast voll die coolen Augen. Ich so, aha, okay. Ich habe einen Freund. Ach so, naja, okay, dann ist er gegangen. Also, ich weiß nicht, ich finde Anmachspruch ja auch ziemlich doof. Also, wenn, dann sollte jemand halt einfach ganz nett zu mir sein, so. Ich meine, gut, das mit du hast schöne Augen ist auch nicht wirklich ein Anmachspruch. Also, er hat versucht, irgendwie ein Gespräch aufzubauen. Fand ich aber ein bisschen überstürzt jetzt irgendwie. Aber, ja, weiß ich nicht, ich finde, ne, bin ich nicht. Nee, keine Ahnung, ich kenne keinen Anmachspruch. Ja, hast du diesen je benutzt? Wie gesagt, nein. Also ich habe keine Anmachsprüche nötig, wenn ich mit jemandem schreiben will, dann führe ich das Gespräch halt ein, indem ich ihn erstmal frage, wie es ihm geht oder was er so macht oder mich vorstelle oder wie auch immer. Und die letzte Frage, wann war dein letzter Kuss? Ja, ist schon viel zu lange her. Also wir haben heute Mittwoch und nicht letztes Wochenende, sondern davor das Wochenende, am Sonntag, als mein Freund gegangen ist, habe ich ihn das letzte Mal geküsst. Ja. So, das waren dann alle Fragen. So, dann haben wir jetzt hier eine Endcard unter mir. Könnt ihr mich abonnieren? Und da klickt ihr einfach drauf und dann könnt ihr meinen Kanal abonnieren und immer sehen, wenn ich Videos hochlade. Und hier neben mir haben wir einmal das Video von Elena und einmal meinen letzten Tag, den ich hochgeladen habe. Also das Video von vor kurzem. Und ja, ich würde mich freuen, wenn ihr das nächste Mal wieder dabei seid und wenn ihr mir in die Kommentare ein paar Antworten zu den Fragen gebt, die ich beantwortet habe. So, zum Beispiel, wie alt seid ihr, wie groß seid ihr und ja, vor was habt ihr Angst zum Beispiel? Das würde mich total interessieren, was ihr so für Ängste habt. Ja, und dann freue ich mich auf das nächste Video mit euch. Ich hab euch lieb.